Na gut. Ich würde da gerne schlafen. Ist was Schlimmes, wenn wir bei dem im Hof schlafen? Damit es wieder hell draußen ist. Sonst ist das immer für die Aufnahme doof, wenn es so dunkel ist. Außerdem sehen wir noch die Monster besser. Abkürzen geht hier gar nicht. Ach komm. Wir probieren mal ein Lurker aus. Wenn einzelne besiegen können. Na du? Nicht so schafft. Okay, aber vom Schaden her würde ich sagen, ist mehr als einer nicht drin auf einmal. Ist nur wieder heilen hier. Nicht so viel Fleisch wieder vertilgt da an einem Tag, der ist doch schnicken fett werden. Ach, da ist wieder einer. Das war wieder einer. Den holen wir uns aber. Wir kommen näher. Ach. Die erwischen ihn trotzdem mal. Kannst du hier... Das. Oh. Ja, von wegen. Aber wir sind schon wieder fast tot gewesen. So. Jetzt knöpfen wir uns den auch noch vor hier. Komm. Komm. Und Schlag. Ah, Volltreffer. Da steht einer. Reden gleich mit dir, warte. So. Ziemlich weitläufig, euer Land hier oben. Ist ganz nett. Aber wenn du durch den Pass da hinten gehst, dann wirst du das nicht mehr denken. Wenn dich dieser kleine Landstrich hier schon beeindruckt, dann wird es das Minental dahinter erst recht. Wer bist du? Mein Name ist Garn. Ich bin Jäger und arbeite für Bengar, den Bauern hier auf dem Weidenplateau. Ich bin meistens hier draußen und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Was muss ich über das Minental wissen? Keine Ahnung. Ich habe nur einmal einen flüchtigen Blick über das Tal geworfen. Sah ziemlich gefährlich aus. Am besten, du entfernst dich nicht allzu weit von den Trampelpfaden, wenn du durch den Pass dort hinten gehst. Entweder du nimmst den Weg durch die große Schlucht oder den Weg über die Steinbrücke. Der ist kürzer und ungefährlicher. Jetzt, da die Orks überall herumstreuen, sollte man sich schon ein wenig vorsehen. Ich will dich ja nicht zur Kräuterhexe schleppen müssen. Kräuterhexe? Kräuterhexe? Ihr Name ist Sagitta. Sie ist die Heilerin der Bauern und der anderen Bewohner außerhalb der Hafenstadt. Ein recht seltsames Frauenzimmer. Niemand geht wirklich gerne zu ihr, und alle zerreißen sich gerne das Maul über sie.
Aber wenn du krank bist, findest du keine bessere Hilfe als Sagitta und ihre Heilkräuterküche. Du findest sie in dem Waldstreifen hinter Sekops Hof. Was macht die Jagd? Das letzte Tier, das ich erlegen konnte, war eine große Ratte. Nicht sehr ermutigend und schlecht fürs Geschäft. Seit ein paar Tagen streift so ein schnaubendes Tier in der Gegend herum. Es tötet nicht nur alles, was sich bewegt. Es stört mich auch bei meiner Arbeit. Wie sieht dieses gefährliche Tier aus? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es bisher nur hauptsächlich schnauben und kratzen hören. Aber ich habe gesehen, was es anrichten kann. Selbst Wölfe sind vor ihm nicht sicher. Einem hat das Biest sogar den Kopf abgebissen. Woher kommt dieses Mistvieh? Irgendwo aus den Wäldern. Vielleicht auch aus dem Minental. Aber genau weiß ich das nicht. Ich war noch nie im Minental. Was würdest du zahlen, wenn ich das Tier für dich erledige? Ich würde demjenigen, der es tötet, alles geben, was ich entbehren kann. 30 Goldstücke. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kein Problem. Für 100 Goldmünzen könnte ich dir zeigen, wie du die Tiere, die du erlegst, ausweiden kannst. Felle und andere Tiertrophäen bringen eine Menge Geld auf den Markt. Ach ja. Ach komm, wir investieren. Hier. 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Klauen hatten Zähne reißen. Blutfliegen. Was war Klauen? Tiere geben ihre Klauen nicht sehr gerne her. Du musst schon sehr genau den Punkt treffen, an dem du mit deinem Messer ansetzt. Die Haltung deiner Hand sollte etwas verschränkt sein. Mit einem kräftigen Ruck trennst du dann die Klaue ab. Klauen sind immer ein begehrtes Zahlungsmittel bei einem Händler. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Blutfliegen, Stachel, Flügel, Zähne. Nimm die Zähne. Das Einfachste, was du Tieren entnehmen kannst, sind seine Zähne. Du fährst mit deinem Messer in seinem Maul um das Gebiss. Dann trennst du es geschickt mit einem Ruck vom Schädel des Tieres. Okay. Ob ich das auch nachträglich ausnehmen kann? Ich glaube nicht, gell? Da ist nichts zu holen. Genau. Ja, Scheiße, da hat sich auch umgedreht. Dringend. Na. So. Wir speichern schon mal. Ach ja, hier kann man nicht oft genug speichern. Kann man so schnell sterben. Zum Beispiel hier, ach, sind drei Stück. Das wird dann doch nichts. Gehen wir zurück zu dem anderen Schäfer erstmal und sagen, was wir rausgefunden haben.
Stadt müsste man auch irgendwann wieder schauen. So viele Gräuler hier. Den das letzte Mal übersehen? Oder war es bestimmt dunkel, wo wir da hier waren? Ganz bestimmt. Na komm. Das ist doof. Komm, du blöde Fliege. Da ist es. Natürlich Fluchfliegenzeug nicht gelernt. Naja. Komm. Zum Glück nochmal gespeichert. Echt. Dumme Viecher hier. Es wird hinten gespeichert. Ich dachte noch, man konnte irgendwie rennen. Ach, da musste man einen Trank trinken, glaube ich. Sprinttrank oder sowas. Kann man da eigentlich hochklettern? Das sieht so verdächtig aus. Scheinbar nicht. Na gut. Und Snatch. Auch. Lassen wir die unten am Fluss erstmal aus. Ach, später mein Stufen gestiegen sind. Ist er ausgerüstet. Das aber nehmen wir mit. Das auch. Und da steht auch noch was. Da auch. Mensch. Ich will, ob ich hier was sehen, das gibt's gar nicht. Okay, durch, ja, darf nichts mehr. Steckt erstmal, warten. So, der war hier irgendwo. Schäfer. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen, danke der Nachfrage. Doof. Wie muss ich denn da hin? Das nächste Mal zahlst du pünktlich, klar? Womit habe ich das nur verdient?
Ich brauche nur noch von Level Up auch jede Menge. Im Wald hinter der Hütte ist die Kräuterhexe. Wir speichern das mal wieder. So, ein bisschen hier laufen. Na komm. Schmeck mal einen Pfeil, zack. Oh, neben.